Intro, ne? Hallo bei einer weiteren Folge von 4x4 Passion hier aus Pete's Offroad Garage. Mein Name ist Peter und heute wollen wir an einem Jeep JK, ein kurzer, wollen wir vorne die Balljoints wechseln. Wie ihr seht, haben wir schon den Achsschenkel abgenommen und müssen jetzt diese beiden Balljoints auspressen. Das zeigen wir euch heute ein- und auspressen. Auf geht's! So, hier haben wir die gleiche Aufnahme mit so einem Konus wie hier an der Stelle. Das heißt, wir müssen jetzt die Muttern lösen und dann auch mit gezielten Hammerschlägen die Geschichte überreden, dass sie rauskommt. Diese beiden Geschichten nennt man Balljoints und ich habe hier Höhenspiel drin. Das heißt, hier unten ist ein Gelenk drin, was eine Kugel hat. Und hier oben ist es eigentlich nur ein Stift, der führt. Und diese Kugel hat so viel Spiel. Das heißt, ich habe hier Höhenspiel drin. Deswegen müssen wir beide austauschen. Und damit das weg ist. Damit ich wieder ein stabiles Fahrwerk habe. Kommt das öfter vor? Ist das eine... Solange man das Fahrzeug im Sägentrim fährt, wirst du da relativ wenig Probleme mit kriegen, außer du fährst im Sägentrim wie ein Bekloppter durchs Gelände. Je größer die Räder werden, ich sag mal so 35, 37 Zoll, ändert sich ja hier nichts. Und dann habe ich natürlich eine ganz andere Belastung. Und wenn ich dann noch ins Gelände fahre, dann muss ich hier viel mehr Augenmerk drauf geben und das regelmäßiger überprüfen. Und gegebenenfalls natürlich auch viel öfter wechseln. So, das ist der Achsschenkel. Das ist der alte, der jetzt drin ist. Und das ist der neue, der reinkommt. Und wie ihr seht, jetzt mach mal ein Foto von meinem Gesicht. Du kannst es gar nicht bewegen in der Hand. Und hier? Der ist ausgelutscht. Der ist ausgelutscht. Der hier ist von seiner Funktion her noch in Ordnung, weil der soll ja nur führen. Das heißt, der hat ein axiales Spiel, darf aber kein radiales Spiel haben. Der ist fest. Aber der wird natürlich mit ausgetauscht. Oder dann merkt man das, dass man tauschen muss? Schlabbert das Auto? Ja, im Zweifelsfalle merkt man, dass er im Geradeauslauf nicht mehr ganz so sauber läuft. Manche haben auch ein Klappern drin vorne. Prüfen kann man das, indem man hier unter das Kreuzgelenk geht und kräftig hebelt. Dann kann man hier sehen, Moment, auf der Seite hat er ganz, ganz kleines Spiel. Wenn man jetzt hier drauf guckt, sieht man, wie ich ihn ganz leicht nach oben bewegen kann. Das ist eigentlich schon ein beginnender Verschleiß. Aber bei so wenig würde ich es noch nicht machen. Das merkst du noch nicht. Der andere war, ich glaube, fast dreimal so viel in der Höhe. So, wir müssen ja jetzt diesen Balljoint
von oben nach unten rausdrücken. Und das geht mit so einer Vorrichtung. Das heißt, ich habe hier oben ein Druckstück, hier unten kann der jetzt reinwandern. Wenn ich jetzt hier dran drehe, sieht man, wie hier oben das mehr oder weniger langsam, aber sicher rausgeht. Jo, hatte ich. Und hier sieht man. Das darf der nicht machen. Nein, der muss stramm sein, viel strammer. Den kann ich gar nicht bewegen. Wenn wir den gleich drin haben, dann kann ich den vielleicht bewegen, wenn ich hier was draufsetze und ein bisschen mehr Gewalt habe. Aber ich würde den niemals hier so mal eben so bewegen können. Das geht hier sehr leicht. Ich habe aber auch schon andere gehabt, wo ich zur Unterstützung hier tatsächlich noch mit dem Hammer derbe schlagen musste. Also ich muss euch leider die Illusion nehmen, dass das mal eben so gemacht ist. Hier ja, aber das ist eher die Ausnahme. Der ist nicht umsonst schon ein wenig verbogen. Den kann man tatsächlich in der Höhe verändern. Das darf er auch, das ist nicht schlimm. Er darf nur nicht anfangen zu wackeln. Das macht er nicht. Also der wäre jetzt noch nicht mal mehr großartig verschlissen, aber es wäre sträflich, nicht beide neu zu machen. Sonst verschleißt der auf einmal und dann fange ich da wieder an. So, jetzt machen wir das alles schön sauber. Wobei wir hier jetzt nicht mit dem Schleifkörper reingehen, sondern maximal mit einer rotierenden Drahtbürste. Aber wir wollen den Sitz ja nicht noch größer machen, als er schon ist. Was kostet so ein Boyjoint? AJ, was hast du bezahlt? 60 Euro. Pro Stück oder beide? Der Satz. Das sind aber jetzt einfacher, man kriegt die auch verstärkt von genau, Dana Spicer oder sowas. Die Heavy Duties, abschmierbar, liegen glaube ich als Satz, also rechts und links bei 280, irgendwie sowas um den Dreh. Dann muss man aber auch wirklich schmieren und zwar regelmäßig. So, jetzt in umgedrehter Reihenfolge wieder rein. Das sollte sich normalerweise nicht so leicht reinschlagen lassen. Die Heavy-Duty-Teile, die haben auf ihrer Fläche hier, auf dieser Sitzfläche sogar eine Mikroverzahnung. Also die gehen auch deutlich schwerer rein. Das scheint mir jetzt hier komplett original zu sein. Was ja nicht schlimm ist. Mal gucken, ob das auch so leicht reingeht. Ich glaube es nicht. Jetzt haben wir den richtigen Widerstand und jetzt könnt ihr sehen, jetzt kann ich den auch tatsächlich bewegen, aber deutlich schwerer. Und wenn man die da reinpresst, muss man da was beachten? Ja, dass er gerade reinkommt.
So, hast du da oben, müsste da eigentlich ein Schmiernippel bei gewesen sein, ne? Jawohl, hier ist er. Weil das ist nämlich oben einer zum Abschmieren. Die Manschette ist jetzt mit Fett gefüllt. So, jetzt kommt der Achsschenkel wieder drauf, alles wird montiert. Wir machen jetzt auf der anderen Seite den, das Radlager runterziehen, die Steckachse, weil wir die Simmeringe innen noch machen müssen. Das haben wir euch aber schon in einem anderen Video gezeigt. So, wenn ihr Fragen habt, unten in den Kommentaren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!